Aber A6 natürlich ein Zug, der nichts entwickelt und sehr, sehr langsam ist, ja, und von daher grenzwertig sein muss in solchen dynamischen Stellungen. Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch wieder eine Schnellschachpartie mitgebracht. 10 Minuten plus 5 Sekunden gegen Tshwet Dobra, wie auch immer. Ja, 2-3-16. Ich hatte die weißen Steine und ich habe mit D4 angefangen. Und ja, die ersten Züge. Königsindisch, ja, kennen wir alles. Und ich spiele meinen Vierbauernangriff. Ich denke, komm, gib mal Gas. Ja, hast du früher so gerne gespielt? Probier einfach mal aus. Mal gucken, was die heutige Generation dagegen spielt. Und ja, Rochade, Springer F3, C5. Wir folgen der Theorie noch. Und hier gibt es mehrere Wege. Es gibt Springer BD7, es gibt Läufer G4, es gibt Turm E8, es gibt B5. Und alle haben ihre Vor- und Nachteile, keine Frage. In dieser Partie kam Turm E8, das ist so die ganz alte, klassische Hauptvariante, mit dem Druck hier direkt gegen E4. Und ja, da entstehen relativ forcierte Varianten. Ich ziehe den Bauern vor, greife den Springer an. Wir folgen hier weiterhin der theoretischen Hauptvariante, dass dieser Springer jetzt hier diesen Bauern erobert. Ich entwickle mich einfach so schnell es geht weiter. Wer in Vierbauernangriff einfach nochmal allgemein gucken möchte, welche Varianten es da gibt und so weiter. Ich habe ja in der Playlist, das waren eine meiner ersten Videos, die ich gedreht habe auf diesem Kanal, zum Vierbauernangriff, die Ideen, die Aufbauten. Ja, da könnt ihr euch gerne mit beschäftigen. Das sind 10 Videos. Da solltet ihr, glaube ich, jede Abart und jede Variante, zumindest sehr, sehr viele, mit all ihren Plänen irgendwie kennenlernen. So, hier ist jetzt. Normal wäre jetzt Dame B6. Dame A5 gibt es auch. Und F6 als zweite Hauptvariante. Und mein Gegner hatte hier F7, F6 gespielt. Das gucken wir uns auch jetzt sofort an. Ich möchte euch nur einmal ganz kurz noch eine zweite Schnellschachpartie, die ich gespielt habe, auch gegen einen sehr guten Spieler. Und einfach nochmal demonstrieren, wie gefährlich dieser Vierbauernangriff sein kann. Nämlich hat mein Gegner Dame A5 gespielt und diesen E5 gewonnen, was auch grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Ich tausche einen Springer. Grundsätzlich ist meine Hoffnung hier zum Beispiel auf der F-Linie und mit dem Läufer zusammen, dass da irgendwas gehen könnte. Mit D6 und so weiter. Dame B4 ist, glaube ich, mit der stärkste Zug. Und ich hatte damit D3 gespielt, den Läufer gedeckt. So, und jetzt gibt es hier auch wieder ganz viele Möglichkeiten, ja, von Läufer F5 und so weiter mal abgesehen. Springer D7 ist auch gut. Aber mein Gegner zog hier in dieser besagten Schnellschachpartie Dame B2 und fiel damit quasi auf diese altbekannte Falle rein, die wir hoffentlich alle kennen und die ich auch in besagten Playlists quasi angesprochen habe. Nämlich, dass wir hier mit D6 diesen Läufer öffnen und Läufer E6 tauscht, tauscht, Dame F3. Der Angriff gegen F7 quasi nicht mehr abzuwehren ist und auf F6 diese Festung hier tödlich ist und mit Turm B1 und dann folgt der Einstieg des Turmes hier auf der siebten Reihe und der Turm ist dann auch noch weg und der König geht matt und so weiter. Ja, da habe ich, also mit dieser Stellung habe ich hier, weiß ich nicht, schon dutzende Partien gewonnen. Das aber nur ein kleiner Einschub quasi. Mein Gegner hatte ja hier F6 gespielt. So. Ich schlage den, Läufer schlägt F6, Dame D2. Das ist, glaube ich, so der Theoriezug. Und jetzt gibt es hier eine Menge Züge. Läufer F5, Springer D7, A6, Dame E7. Alle haben ihre Berechtigung, überhaupt keine Frage. Grundsätzlich, wenn es so viele verschiedene Züge gibt, dann ist meistens ein Zeichen davon, dass es hier keinen eindeutig klaren Besten gibt. Mein Gegner spielte aber noch was anderes. Springer E5. Und jetzt, ich musste jetzt quasi 38 Jahre lang Schach spielen und Vierbauernangriff spielen, um diesen Zug zum ersten Mal aufs Brett zu kriegen. Und der war durchaus interessant. Zum einen droht jetzt der Springer von E5 auf F3 zu schlagen und damit Schach zu geben und den Verteidiger von den G5-Läufer zu entfernen. Ja, dann würde ich eine Figur verlieren. Das droht jetzt ganz, ganz hart. Und ich könnte jetzt diesen Läufer, also ich habe ihn geschlagen, hätte ihn auch alternativ noch mit H4 verdecken können. Ja, wäre auch gegangen.
Genau, ich schlage hier auf F6, er schlägt auf F3 mit Schach und G schlägt F, Dame F6. So, wir sehen, ja, ich habe nicht viel Auswahl, der König noch in der Mitte, ja, ich muss natürlich lang rochieren. So, und jetzt können wir mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ich habe meine Figuren entwickelt, wir haben Bauern gleich, mein König ist in Sicherheit und ich habe den klaren Plan zum Beispiel mit H4, H5, H6 oder respektive auf H G6 Linien zu öffnen gegen seinen König. Mein D-Bauer könnte Potenzial haben, für als Freibauer nochmal gefährlich zu werden. Und gut, ich habe natürlich hier eine Bauernschwäche, keine Frage. Und dann kommt immer wieder dieser Vergleich zwischen Statik und Dynamik zum Tragen. Das hier ist eine sehr dynamische Stellung. Sprich, alle meine Figuren werden sich gegen den gegnerischen König richten. Das heißt, ich werde ihn beschäftigen. Und dann sind statische Schwächen gar nicht, er hat ja gar keine Zeit, um die auszunutzen, weil er immer reagieren muss. Und ja, er sollte sich jetzt, das wäre jetzt so sinnvoll gewesen, sicherlich sofort irgendwie möglichst schnell entwickeln, seine Figuren rausbringen und ja, das Beste hoffen, mehr oder weniger. Er spielte A7, A6. Und das ist sicherlich schon ein, weiß man nicht, ja, ob jetzt die Idee davon B5 ist, oder ob er einfach nur verhindern möchte, dass eine meiner Leichtfiguren nach B5 kommt, kann ich noch nicht mal sagen. Aber A6 ist natürlich ein Zug, der nichts entwickelt und sehr, sehr langsam ist, ja, und von daher grenzwertig sein muss in solchen dynamischen Stellungen. Ich spiele H4. Ja, die Idee ist ganz klar, hier mit H5 gib ihm, ja, öffnen und dann hätte ich hier Türme und vielleicht noch den zweiten Turm auf die G-Linie. Und ja, das spielt sich mehr oder weniger von alleine. Mein Gegner stoppt im Vormarsch meines H-Bauern selber, indem er selber H5 spielt, schwächt sich aber ganz, ganz massiv den Punkt G6. Und das ist natürlich, ja, wenn der G6 erstmal fällt, dann ist der ganze Königsflügel, der ganze Schutz ist weg. Ja, und das ist natürlich super, super riskant. Jetzt hier die Auswahl treffen zu müssen, H4, H5 zuzulassen, oder selber H5 zu spielen und das zu verhindern, bedeutet letzten Endes hier irgendwie eine Wahl, eine Entscheidung treffen zu müssen. Ja? Und wenn die Entscheidung nur zwischen Pest und Cholera mehr oder weniger ist, dann ist schon irgendwas schiefgegangen. So, dass ich jetzt einen Turm auf die G-Linie stelle, ja, sieht zumindest sehr, sehr logisch und offensichtlich aus. Hier habe ich nur ein bisschen überlegt, welchen der Türme stellst du denn jetzt nach G1? Den H-Turm oder den D-Turm? Und ich habe mich für den D-Turm entschieden, weil ich mir relativ sicher war, dass ich diesen G-Bauern vielleicht irgendwann mal irgendwie gewinne. Und wenn der G6 weg ist, ist der H5 ja mehr oder weniger auch weg. Und dann habe ich hier immerhin noch Potenzial, dass der Turm von H1 meinen H4-Bauern noch unterstützt. Ah, bisschen lange und vorausgedacht. Ja. Und ganz oft ist dieser Turm auf D1 hier auch noch wertvoller, weil er im Zentrum den D-Bauern deckt und den vielleicht mal unterstützen könnte. Also der Computer hätte lieber den anderen Turm gesehen. Gut, für uns Menschen ist sicherlich mehr oder weniger gleichwertig. Ja, jetzt spielt Schwarz B5. Ich denke, was macht der denn da? Der kann doch jetzt hier nicht alle seine Figuren unentwickelt lassen und damit den Bauern kommen. Weil selbst wenn der Bauer nach B4 ginge, würde ich ja nach E4 mit dem Springer. Da will ich doch sowieso hin. Der Springer E4 will sich doch Richtung König nähern. Deswegen wieder keine Figur entwickelt. Ja? Also hier mal den Läufer zu entwickeln, das wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen, mal den F6, den G6 zu decken und überhaupt eine Figur zu entwickeln. Und ich entwickelt den Springer Richtung Königsflügel, Dame E5 und Dame H6. So, und jetzt sehen wir, natürlich grundsätzlich ist jetzt hier zum Beispiel eine, deswegen habe ich diese Variante jetzt mal sinnbildlich gezeigt, dass der D5 weg sein könnte in gewissen Varianten. Natürlich ist er hier nicht weg wegen Springer F6, ist klar. Aber diese Variante soll mal verdeutlichen, dass hier potenziell der andere Turm auf G1 vielleicht besser gestanden hätte. Aber gut, am Ende, wie auch immer, ja, ich drohe hier mit Turm G6 und Springer F6 und so weiter. Ich habe hier sicherlich einen ganz, ganz starken Angriff.
Und wenn ich bei den besseren Zügen wie Läufer F5 schon eine so gute Stellung erreiche, ne, dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn der mit B5 einfach die Figur nicht entwickelt. Ich ziehe meinen Springer nach E4, greife die Dame an, Richtung Königsflügel schon mal schieben. Die Dame geht nach B6 in dem Fall. Möchte den C5 auch noch gedeckt halten und den G6. Ja, wobei ich den C5 jetzt nicht wirklich als Zielobjekt hier auserkoren hatte. Ne? Aber gut, so ist das. Ich spiele Dame H6. So, jetzt beginnen die ersten Drohungen. Ja, und ich glaube, hier kann man als Mensch sicherlich schon erahnen, dass die weiße Stellung einfach super sein muss. Ja, ich habe den Springer, die Dame, mindestens einen Turm auf den relativ offenen König. Das kann ja nicht gut gehen. Aber jetzt entwickelt er sich mit Läufer F5, deckt den G6, das ist gut. Und ja, ich habe jetzt hier vielleicht den zweitbesten gemacht, ja, vielleicht auch den drittbesten. Also ich hatte auch überlegt, ob ich hier den Zug D6 spielen könnte, weil die sechste Reihe jetzt einfach blockiert wird und damit Springer F6 zum Beispiel droht. Und aber auch die sechste Reihe blockiert ist, dass der G6 hier mal angegriffen ist jetzt. Da ich da die Qualität opfere, ja, ich habe ja noch genug Reservefiguren, um den Angriff fortzuführen. Und ich hatte nur nicht gesehen, was nach Springer D7 kommt. Und da ich ja ein bisschen rechenfaul bin manchmal, habe ich die Variante verworfen, weil jetzt Springer F6 hier quasi abgedeckt ist. Und ich jetzt hier quasi vorausberechnen musste, ob zum Beispiel so ein Zug wie Turm G6 jetzt hier gut ist. Ja? Und ihr könnt ja selber mal eben kurz schauen. Und ja, wenn man die Stellung so sieht und rein in der Praxis, da ich ja hier kaum noch andere Züge habe, die Stellung noch mal richtig verstärken, ist so ein Zug wie Turm G6 hier sicherlich der erste Zug, den man hier kontrolliert. Ja? Und wenn der König nach F8 geht, nach Turm G1, das droht schon auf G7 oder G8 matt. Der Bauer D6 tut auch noch sein Übriges. Und hier ist das matt im nächsten nicht mehr zu verhindern. Und wenn der König nach H8 geht, ja, jetzt würde ich natürlich grundsätzlich gerne meinen Turm auf der G-Linie einschalten. Aber das wäre ohne Schach. Und dann hätte Schwarz immerhin Einzugzeit, um irgendeine Form von Verteidigung zu organisieren. Und deswegen grundsätzlich sicherlich sinnvoll, diesen Zug mit Schach am Angriff teilnehmen zu lassen. Und deswegen gebe ich hier einen Schach. Der König muss auf die G-Linie. Ja, und dann sehen wir einfach das Treppenmatt. Wenn ich das alles gesehen hätte hier an dieser Stelle, ja, hätte ich es auch gemacht. Aber irgendwo zwischendurch war mir das zu riskant, weil ich dachte, ich brauche nicht groß riskieren. Ich stehe ja so gut genug. Und habe mich dann für Dame H5 entschieden, was das Tempo hat, nicht nur den Bauern, sondern auch den F5 anzugreifen. Und ich habe Turm E5 aber gar nicht gesehen. Gut, ich habe sowieso keinen seiner Züge gesehen, ne? Aber naja, gut. Deckt den Läufer und vielleicht droht man einen Abzug. Ne? Dass meine Dame dann wieder unglücklich steht. Also habe ich die Dame wieder aus der Turmreihe sozusagen hier entfernt von seinem Turm. Ne? Ich drohe H4, H5, ich drohe aber auch mal G6 oder irgendwas. Ne? Und er spielt Turm A7, macht aus der Not eine Tugend, die siebte Reihe ist offen und möchte den Turm mit Turm H7 jetzt an der Verteidigung teilnehmen lassen. Und ja, und jetzt steht man so vor so einem kleinen Wendepunkt in der praktischen Partie. Auf einmal ist aus dem sicheren Vorteil, aus diesem Gefühl, es kann nichts passieren, kommen jetzt doch so die ersten kleinen Zweifel auf. Nicht Zweifel im Sinne von, ich stehe auf Verlust, aber Zweifel im Sinne von, jeder Zug mit blinden Augen geschlossen gewinnt hier immer. Und deswegen musste ich hier nochmal kurz wieder reingucken und habe dann wirklich die 5, die 6 gespielt, was wieder die 6. Reihe hier schließt und damit auch dieses Springer F6 hier ermöglicht, falls er jetzt Turm H7 spielen würde. Ja, wäre der Turm einfach weg und ich hätte weiterhin Angriff. Ja, und jetzt droht vielleicht sowieso Springer F6 oder Turm G6, ja, mit ähnlichen Bildern, wie wir sie eben gesehen haben. Und mein Gegner flog auf E4, entfernte diesen Springer, entfernt damit aber auch natürlich den Verteidiger von G6.
deckte diesen noch einmal. Ich schlage den Bauern. So, und jetzt sehen wir, ich habe zwei mehr Bauern. Ich gebe hier noch ein bisschen Schach. Und spiele E5. Ich habe zwei mehr Bauern. Mattangriff ist jetzt okay, ist jetzt hier nicht mehr gegeben. Ich habe vielleicht nicht ganz optimal gespielt, ja, bestimmt. Aber zwei mehr Bauern plus offener König von Schwarz, bessere Leichtfigur, sicherlich überhaupt kein Problem. Also jetzt, wenn man jetzt noch genug Zeit hat. Ich habe jetzt hier aber nur noch 2 Minuten auf der Uhr, aber plus 5 Sekunden. Ja. Aber trotzdem, so diese innere Unruhe steigt jetzt so ein bisschen, wenn auf einmal von total überlegener Stellung auf C5, C4, auf eine etwas unklare Stellung. Und auf einmal droht der Gegner mal einen Schach auf E3 oder auf G1 oder... Und dann wird es natürlich für die innere Ruhe etwas grenzwertig. Jetzt muss man auf einmal doch wieder auch gegnerische Möglichkeiten betrachten und so. Deswegen, das ist psychologisch sicherlich der schwerste Moment der ganzen Partie. Und ich dachte mir, oh, wenn auf E3 Schach kommt, der Läufer E2 hängt dann vielleicht mal. Ja? Dann habe ich den nach G4 gezogen, damit der einfach gedeckt ist. Prompt K und Turm G1 verhindert ist. Dame Schach. Und jetzt sollte, naja, das sollte, aber dieser Springer hier auf B8 kann sich ja auch noch überhaupt nicht entwickeln. Ja, würde er sich nach C6 entwickeln, um den E5 anzugreifen, könnte ich hier immer Dame C8 spielen und diesen Läufer einsammeln. Und bei Gelegenheit meinen Läufer selber. Ja, ich zeig's mal. Wenn der König jetzt zum Beispiel zur Seite geht, kann ich meinen Läufer noch mal eben kurz retten. Ne? Und dann hier auf C6 einfach die Figur schlagen. Also das ist kein größeres Problem in dem Sinne. Sprich, Schwarz kann sich nicht entwickeln. Meine Figuren sind gedeckt. Aber trotzdem, ne, so ein bisschen die Unruhe hat man ja. Und dann kam Dame D3. Und das ist natürlich jetzt so psychologisch jetzt ein ganz wichtiger oder ein interessanter Moment. Dame D3 beendet mehr oder weniger meinen Angriff und gegen seinen König. Aber Dame D3 tauscht eben auch die Dame und beendet damit die Komplikationen, die jetzt gegen meinen König entstehen. Ja, objektiv ist das der beste Zug. Überhaupt keine Frage, hat der Computer auch gesagt. Aber rein in der Praxis würde Schwarz am liebsten doch eher die Dame hier auf dem Brett halten. Die Stellung ist sowieso verloren für Schwarz. Aber je mehr Figuren ich auf dem Brett habe, desto mehr Verwirrung kann ich vielleicht noch stiften. Und könnt ja an mein Video mit den Tipps, da war auch einer dieser Tipps, man muss eben seinem Glück eine Chance geben. Ja? Und dafür muss man die Figuren auf dem Brett lassen. Mein Gegner tauschte die Damen. Ich zog meinen Läufer weg, der angegriffen ist. So, noch H5. Und jetzt möchte ich einfach H5, H6, H7, H8 spielen. Ja, und wenn er den überhaupt aufhalten will, muss er den Turm da passiv stellen. Ja? Und das ist natürlich, ja, mit dem passiven Turm hat er kein Gegenspiel. Das ist natürlich die Hauptidee davon. Und deswegen, die Partie ist natürlich im Grunde entschieden. Ja? Und er schlägt hier noch auf E5. So, und ich habe aber noch weit über eine Minute Zeit und plus 5 Sekunden Aufschlag ist. Also die Partie in dem Sinne ist beendet. Ein spannender Moment kommt aber noch. Rein praktisch gesehen entferne ich einfach diesen Bauern. Ja, einfach nur, damit ich hier nicht aus Versehen hier in irgendwelche Gabeln oder irgendwas durchlaufe, dass dieser Bauer mal gefährlich werden könnte. Ich entferne diesen Bauern einfach. So, und jetzt hätte ich mir das nach D7, ja, droht D8, er greift meinen Turm an. Jetzt hätte ich mir das Leben natürlich einfach machen können, indem ich Turm E7 spiele und D8 Dame matt nicht abzuwehren ist. Alles gut. Ich habe mir gedacht, komm, ich ziehe mal die Dame ein und dann gewinne ich nämlich den Springer hier und auch mit Schach. So, und jetzt ist dieser spannende Moment nicht schachlich, sondern jetzt spielt der Gegner trotzdem weiter, obwohl es eine ungewertete Partie war. Ne, war gewertet, ne? Aber gut, ist egal. Ich habe eine Dame mehr, ich habe eine Minute auf der Uhr, ich habe plus 5 Sekunden Aufschlag pro Zug und gefühlt überschreiten wir jetzt nämlich hier so die Grenze zwischen Kampfgeist und Respektlosigkeit. Ja. Die einzige Chance jetzt für Schwarz zu gewinnen wäre ja, dass meine Internetverbindung abbricht
Oder vielleicht einen Herzinfarkt oder so. Ne? Und darauf zu spielen, weiß ich nicht, ja, hat mit Schach ja nichts mehr zu tun. Von daher finde ich das immer grenzwertig, wenn man jetzt hier noch weiterspielt. Aber gut, einige sind es so gewohnt. Ne? Den Rest der Partie habe ich einfach a tempo alles gespielt, ja. Ob ich jetzt irgendwo ein schnelleres Matt drin hatte, war mir völlig egal. Ich habe seine Bauern entfernt und matt gesetzt und habe jetzt hier noch wieder fast 2 Minuten auf der Uhr, ja, während ich hier nach diesem Damentausch noch bei knapp einer Minute war. Ja, aber darüber will ich mich jetzt nicht ärgern, ja, dass die Gegner da weiterspielen. Ich fand einfach diesen Vier-Bauern-Angriff, ja, den habe ich früher so gerne gespielt und hat mir jetzt schon den einen oder anderen Erfolg gebracht. Und deswegen, ich werde den einfach mal weiterspielen, ja. Kann man schöne dynamische Stellungen üben und trainieren und Taktik üben und genau und auch gegen stärkere Gegner gewinnen. Drückt euch die Daumen, dass euch das auch gelingt. Wie gesagt, guckt mal in die Playlist, da habe ich zu diesem Vier-Bauern-Angriff 10 Videos gemacht mit den Ideen dahinter. Ja, in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn ihr mögt, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier 2 Videovorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit!